1944. My mission? Kill all high-ranking officers. Find out what Operation Kraken is really all about. Next could change the course of the war. Moin zusammen, weiter geht's mit Sniper Elite 5 und ja, wir nähern uns sogar schon langsam dem Ende der Mission. Jetzt mal kurz in die Karte schauen. Es geht jetzt durch die Kanalisation rein in den Kraken U-Boot-Bunker. Guck mal, da oben hinten haben wir noch einen schon vom Dach weggenommen, ne? Bin auf jeden Fall echt gespannt. Ich denke mal, wir werden hier vorne schon wieder rauskommen. Vielleicht natürlich auch schön weit hier hinten drin. Da dürfte noch eine Waffenkammer sein. Und dann brauchen wir noch einen dritten Steinadler. Let's fetz. Los geht's. Na komm. Öffnen. Krass, ne? I'm in. Just past these sewers is Kraken. It's now or never. Gotta finish this. Sprengladung oder Abwasserschlüssel? Okay, nehme ich auf der Rückseite die Sprengladung. Ja komm, schnell. Flasche. Schon wieder ein MG42. Was ist das denn da? Gestohlenes Tanto. Zeremonie des Tanto der kaiserlichen japanischen Marine. Okay, auch nicht verkehrt. Und die kriegen wir die Tür einfach so auf. Hätte ich da nicht durchgreifen können durchs Gitter? Na egal. Map of the facility. Erschreckt. Looks like the Kraken's pants under lockdown. Going to have to get creative. Ach, guck mal. Facility's got multiple pens. They're all being used for Kraken, but the final pen's locked up tight. If I start to take this place apart, final area will open up. Okay, wer hat die Info für den Tresor? Was ist denn da? Angepasstes M1A1 GOV. Das hat einen Schalldämpfer drauf. Ein Schalldämpfer ist immer sehr, sehr schick. Ja, komm, ich glaube, ne? Sprengladung, schnell. Abwasser, Pumphaus, Schlüssel, Verband, Verband, Sprengladung, Teil, Mantel, nee, danke. Schritte. Viele Schritte.
niemanden in die Nähe dieses Stahls, Doktor. Du hast keine Zeit, da rumzuschnüffeln. Sorg einfach dafür, dass niemand in die Nähe der Waffenkammer gelangt. Die Gerät ist in der Stadt aktiv geworden und wir können uns keine Pannen leisten. Ja, schon klar. Keine Sorge. An mir kommt niemand vorbei. Wow. Chance auf einen Doppelkill habe ich schon verpennt. Der da geht. Amerika spreche ist seine Demokratie. Wenn seine Städte brennen, wird das Volk sich erheben und verlangen, aus dem Krieg auszutreten. Kurz darauf werden dann die feigen Briten kapitulieren. Seid stolz, Kameraden. Operation Krake ist der kriegsentscheidende Schlag. Der war um, würde den Schuss hören. Ja, da oben ist allerdings auch alleine, ne? Kommt zurück. Doch schon bald wird sich der Krake aus den Tiefen erheben, um ihnen zu zeigen, wie mächtig wir wirklich sind. Boston, New York, Washington D.C., die großen Städte der Ostküste, vom Krieg unberührt. Ihr Volk hat nie einen Fliegeralarm gehört oder den Schrecken der Bombardierungen erlebt. Doch wenn der Krake angreift, wird sich das schon bald ändern. Ena muss ich irgendwie abstechen und mitnehmen. Das ist eine Kiste. Hier oben ist mir gerade ein bisschen viel Halligalli. Da liegt ein Schlüsselbund in der Kiste. Riecht er sich jetzt oder bleibt er da? Boston, New York, Washington D.C. Die großen Städte der Ostküste, vom Krieg unberührt. Ihr Volk hat nie einen Fliegeralarm gehört oder den Schrecken der Bombardierungen erlebt. Sehr cool. Doch wenn der Krake angreift, wird sich das schon bald ändern. Ich glaube, dann kommt einer. Waffenkammerschlüssel. Waffenkammerschlüssel. Sehr cool. Ups, sorry.
So, nächste Waffenkammer. TNT voll, voll, voll. Es wird Geschichte geschrieben. Unterschall gegen Qualität, Unterschallgewehr. Perfekt. Alles voll. Werkbank nutzen. Gewehrkontrolllager. Okay, was wir hier neu haben. Bramid-Schalldämpfer. 46 Meter. Oh, 104. Ne, ich bleib bei dem. Elffach, dreifach nur noch PU. Sehr hohe Zielgeschwindigkeit, ja, aber. Verbesserte Zielstabilität erhöht horizontalen Rückstoß. Verringert Rückstoß, verringert Zielstabilität. Ne, ich möchte schon eine Zielstabilität haben. Langsameres Nachladen könnte man eigentlich mal annehmen, sonst erhöht den Rückstoß, ja. Zeigen, wie mächtig wir wirklich sind! Great. Makes things easier. Okay, da geht's nicht weiter. Ja, ich würde sagen, wir gehen erstmal durchs Untergeschoss. Wir mucheln uns dann nach oben hoch. Waschräume. Amerikas Schwäche ist seine Demokratie. Wenn seine Städte brennen, wird das Volk sich erheben und verlangen, aus dem Krieg auszutreten. Kurz darauf werden dann die feigen Briten kapitulieren. Seid stolz, Kameraden! Operation Krake ist der kriegsentscheidende Schlag. Standardgewehr. Krankenstationsschlüssel. Geht's hier weiter? Ja, Tatsache. Cranes loading explosives. I find the controls. Can make it look like an accident. Sink this U-boat into the bargain. U-boat's refueling. I take out those fuel valves. The whole fuel line will blow. Tankungsventile sind anfällig für Sabotage. Geht's hier raus? Nein. Und der da hinten sieht mich nicht, ne? Okay, der spaziert weg. Oh, was entdeckt worden, ich Idiot. Okay, wieder runter. Und vorn nach hinten.
Amerikas Schwäche ist seine Demokratie. Wenn seine Städte brennen, wird das Volk sich erheben und verlangen, aus dem Krieg auszutreten. Kurz darauf werden dann die feigen Briten kapitulieren. Seid stolz, Kameraden! Operation Krake ist der kriegsentscheidende Schlag. Der eine geht jetzt nämlich wieder weg. Nach links wahrscheinlich komplett. He's carrying something. But what? Krankenstationsschlüssel, mach mal auf. Scheiße. Boah, fuck, Alter. Viel zu lang haben sich die Amerikaner in Sicherheit vor dem Reich gewähnt. Doch schon bald wird sich der Krake aus den Tiefen erheben, um ihnen zu zeigen, wie mächtig wir wirklich sind. Oh Mann, habe ich gerade Schweißfinger, ey. Was? Boston, New York, Washington DC. Die großen Städte der Ostküste, vom Krieg unberührt. Ihr Volk hat nie einen Fliegeralarm gehört oder den Schrecken der Bombardierungen erlebt. Doch wenn der Krake angreift, wird sich das schon bald ändern. Oh. Verlieren die Kontrolle. Okay, time to go. Scheiße, Mann. Es wird Geschichte geschrieben. Viel zu lang haben sich die Amerikaner in Sicherheit vor dem Reich gewähnt. Doch schon bald wird sich der Krake aus den Tiefen erheben. Um ihnen zu zeigen, wie mächtig wir wirklich sind. Dieser Mistkerl entkommt uns nicht. Ach du Scheiße. Ja, krass, Alter, wie viele sind. Dich. Du entkommst mir nicht. Seid stolz, Kameraden!
Operation Krake ist der kriegsentscheidende Schlag. So, dann gehe ich jetzt wieder. Wer ist da? Kameraden, es wird Geschichte geschrieben. Viel zu lange haben sich die Amerikaner in Sicherheit vor dem Reich gewähnt. Doch schon bald wird sich der Krake aus den Tiefen erheben, um ihnen zu zeigen, wie mächtig wir wirklich sind. Granatenkills. Challenger, TNT ist voll. Boston, New York, Washington DC. Die großen Städte der Ostküste, vom Krieg unberührt. Ihr Volk hat nie einen Fliegeralarm gehört oder den Schrecken der Bombardierungen. Doch wenn der Krake angreift, wird sich das Grundwald ändern. Kommen die jetzt oder kommen die nicht? So aus, als würden die jetzt angerannt kommen. Low on ammo. Da oben steht schon einer. Granate! Runter! Das hat ja toll funktioniert hier vorne mit dem mit der TNT-Sprengfalle hier.
Mann, das wird echt knapp hier gerade. Zirkel. Mensch, Mensch, Mensch. So war das überhaupt nicht geplant. Boston, New York, Washington DC. Die großen Städte der Ostküste. Vom Krieg unberührt. Dieser Volk hat nie eine Fliegeralarm gehört. Munitions in that cart. Direct route to the fuel lines. Looks like an explosive combination. Stealth's out the window. Wow, das war geil. Wenn die da jetzt hinlaufen,
Raketenknalls. Sauber? Glaubst du selber nicht? Nothing else to find. Stopp, abbrechen. Da, Sprengfalle, Granate. Interagieren. Ach, wie lustig. Entdeckung. Flotte zerstört. Explosion. Might be carrying something important. Krankenstationsschlüssel, Lamine, Granate, sehr, sehr schick. Den nächsten, den es zerrissen hat. Okay, Rückseiler. Ich sehe keine Ausrüstung rum so richtig, ne? Gehen wir hier mal hoch. Da ist noch ein Verband. Da ist noch ein Verband, sehr cool. Da ist der Hilfekasten.
Wow, Schweine, Alter. Guess I grabbed everything useful. Der macht mal einen Abflug. Ah, verdammt. I better move. Lagerraum 1213. Guck mal, schauen wir hier doch auch noch mal rein. Tankstationsschlüssel. Achso, dann bin ich hier. Alles klar. So, da liegt meine Mine irgendwo. Erste Hilfekasten, ja, den nutzen wir einmal eben. Gut, Feinde machen Jagd. Ich habe hier aber fast alles da. Untersuche den geheimen U-Boot-Bunker. Ja, ich würde sagen, ich mache jetzt hier auch Schluss. Also die Mission komplett zu Ende. Sehr gut. This will come in very useful. Und weiter. Was hier allerdings noch mal runter. Hier links ums Eck schauen. Ich glaube, da war ich noch nicht. Klein Verband. Standardmunition. Da ist die Tür zu. Ah ja, ja, jetzt weiß ich wieder. Hier war ich rein. Und dann war ich nach oben hoch. Schon echt verlaufen hier. Okay, alles sauber. Da war ich soweit auch. Gucken, ob die Torpedos wegfliegen.
Bis dahin. So this is why the Japanese are involved. Kraken's flagships are stealth-plated I-400s. Gonna have to get creative. Sabotaging the fuel lines will take this whole place down in one hit. Ja, okay, dann mache ich hier doch noch mal eine kleine Pause und wir sehen uns gleich wieder. Viel Spaß für dein, bis gleich und ciao.